Hallo und willkommen zu unserer Sendung Update Wirtschaft hier auf dem Parkett in der Frankfurter Börse. Ein Unternehmen zu gründen, das ist schon in normalen wirtschaftlichen Zeiten mit Anstrengungen verbunden. Kein Wunder also, dass die vielen Unsicherheiten in der Wirtschaft momentan den Gründergeist in Deutschland bremsen. Der Branche fehlt es allgemein an Mut, an Fachkräften und an Kapital. Denn Risikokapitalgeber halten sich momentan mit neuen Investitionen eher zurück. Und wie es um den deutschen Gründergeist hier steht, darüber spreche ich jetzt mit Fritzi Köhler-Geib. Sie ist die Chefvolkswirtin der KfW. Hallo Frau Köhler-Geib. Guten Morgen. Wie ist denn der Stand der Dinge hier in Deutschland gerade? Wie viele Gründungen gab es im letzten Jahr? Und ist da momentan ein positiver Trend überhaupt zu erkennen? Letztes Jahr haben wir 550.000 Neugründungen gesehen in Deutschland, also da, beziehungsweise Übernahme und Neugründung insgesamt. Und das ist leider die Fortsetzung eines langjährigen abnehmenden Trends bei der Gründungsaktivität. Das hat sicherlich eben was damit zu tun, dass wir ja auch einen demografischen Wandel in Deutschland haben. Wir kommen jetzt auch aus einem sehr langen Boom im Arbeitsmarkt. Und Sie haben das eben schon erwähnt mit Brexit, mit der Covid-Pandemie und auch dem Krieg in der Ukraine haben wir natürlich auch große Schocks für die Wirtschaft gesehen. Das bedeutet Unsicherheit und das führt dann auch zu weniger Gründungen. Und wie sieht es denn im laufenden Jahr aus? Sind da mehr Gründungen geplant oder setzt sich dieser Abwärtstrend auch da fort? Ja, wir sehen, dass die Gründungsplanungsrate insgesamt wieder etwas angestiegen ist, allerdings auf einem niedrigen Niveau, dass aber die Planungen, bei denen die Gründerinnen davon ausgehen, dass die Gründung in den nächsten 12 Monaten stattfindet, dass die sich auf einem stabilen Niveau entwickelt hat. Dazu kommt eben, dass wir nach wie vor eine hohe Unsicherheit haben. Wir gehen davon aus, dass obwohl wir eine wirtschaftliche Stagnation mehr oder weniger oder eine leichte Rezession haben werden, der Arbeitsmarkt sich sehr stabil entwickeln wird. Und deshalb gehen wir davon aus, dass die Gründungsaktivität im laufenden Jahr sich ziemlich seitwärts bewegen wird. Es gibt einen positiven Effekt. Wir haben gesehen, dass der Vermittlungsvorrang bei Arbeitsagenturen, dass der am Anfang des Jahres weggefallen ist. Also das heißt, dass Arbeitssuchende zuerst von den Arbeitsagenturen in eine abhängige Beschäftigung vermittelt worden sind und nur wenn das nicht möglich war, einen Gründungszuschuss erhalten haben. Das ist weggefallen und jetzt haben wir gesehen, dass im ersten Quartal diesen Jahres der Gründungszuschuss schon 12% häufiger als vorher nachgefragt worden ist. Also hier sehen wir vielleicht einen kleinen positiven Impuls aus einer Politik. Veränderung. Ja, Sie haben die Gründe schon angesprochen, dass vor allem auch das unsichere wirtschaftliche Umfeld da eine große Rolle spielt, weshalb insgesamt weniger gegründet wird, warum man weniger den Mut hat, diesen Schritt zu wagen. Welche Rolle spielt denn aber auch das Wagniskapital, das Risikokapital? Viele deutsche Gründer haben es hier in Deutschland schwer, an Risikokapital zu kommen. In den USA ist es ein bisschen leichter. Welche Rolle spielt das nochmal? Ja, Sie sprechen hier einen ganz wichtigen Punkt an. Das betrifft ja hauptsächlich Start-ups, also solche Gründungen, die technologie- und wachstumsorientiert sind, die eben dann auch Wagniskapitalfinanzierungen in Anspruch nehmen. Da haben wir als Folge des Einbruchs in den Aktienmärkten im letzten Jahr, also am Ende eine Folge der Zinswende, einen ziemlichen Einbruch gesehen. Der ist eigentlich so gut wie wettgemacht, jetzt Anfang diesen Jahres, aber auch hier spielt natürlich die Zinswende weiter mit. Und wir sehen eben auch, dass die hervorragenden Entwicklungen, also das Wachstum in diesem Jahr, im Jahr 2021, also vor dem Ukraine-Krieg, dass das wirklich sich als ein Ausreißer herausgestellt hat und dass wir mit Belastungsfaktoren wie der Pleite der Silicon Valley Bank im März diesen Jahres, dass die dazu geführt haben, dass die Erholung, die wir eigentlich für den Wagniskapitalmarkt erwartet hatten, dass die ausgeblieben ist. Das heißt, insgesamt haben wir hier es mit einer Situation zu tun, wo eben Wagniskapital ein begrenztes
gut ist noch im Markt. Der Markt hat sich ganz gut entwickelt und ich bin ganz zuversichtlich, dass das auch weiter so voranschreitet. Und es ist eben insgesamt mit Blick auf die Wirtschaftsaktivität, die wir insgesamt haben, ein Markt, bei dem ich mir wünschen würde, dass wir eben größeres Wachstum sehen. Deshalb halte ich Instrumente wie den Zukunftsfonds, der ja jetzt an den Start geht, für ganz entscheidend, um diesen Markt weiterzuentwickeln, um eben auch neue Ideen in marktfähige Produkte umzuwandeln. Ja, Risikokapital, ein knappes Mittel, haben Sie gerade gesagt. Wie besorgniserregend ist denn diese Entwicklung, dass am Ende ambitionierte, teilweise hochqualifizierte junge Gründer ins Ausland gehen? Ja, das ist aus meiner Perspektive wirklich eine große Herausforderung. Wir sehen eben, dass immer noch der Hauptgrund für die Abwanderung von Startups ist, dass sie ihren Financiers ins Ausland folgen. Also hier ist sicherlich ein Ansatzpunkt auch beim Scale-up, bei späteren Finanzierungsrunden von Wagniskapital nachzulegen. Also wie gesagt, da sind ja auch Politikmaßnahmen am Start. Und das ist natürlich für eine Wirtschaft aus verschiedenen Gründen eine große Herausforderung. Das heißt, es gibt weniger Wettbewerb, ein kleineres Angebot für Kunden, Kundinnen und am Ende eben auch weniger neue Produkte am Markt. Halte ich für extrem wichtig, in den Fokus zu nehmen und hier entgegenzuwirken. Die Frage ist ja auch ganz grundsätzlich, wie tickt denn überhaupt diese junge Gründergeneration? Man hört ja sehr, sehr oft, dass diese jungen Menschen ein enormes Sicherheitsbedürfnis haben, weil die Welt an sich schon unsicher genug erscheint und dass man dann eben nicht den Mut hat, zu gründen und Risikos auf sich zu nehmen. Wie wirkt sich das nochmal auf den Gründergeist aus? Ja, wir sehen insgesamt, dass teilt Deutschland übrigens mit allen industriellen Ländern, mit allen Advanced Economies, dass der Gründergeist über die Zeit deutlich abgenommen hat. Und hier gilt es eben auch, entgegenzuwirken. Da sind Ansatzpunkte, dass man eben Entrepreneurship oder Gründungswissen schon in der Schule verankert. Wir sehen, dass bei den Barrieren allein schon für Gründungen, also ob mit Technologie und Wachstumfokus oder nicht, finanzielle Risiken ganz oft dazu führen, dass Gründungsplanungen abgebrochen werden. Bürokratie wird als ein Hemmnis auch wahrgenommen und dann auch die Finanzierung. Und das heißt für mich eben, ein wahrgenommenes Risiko hat viel damit zu tun, dass man dem auch mit Wissen begegnen kann. Also hier nochmal wirklich ein großer Hebel bei der Gründungsbildung, auch eben finanzielles Wissen stärker zu vermitteln. Gründungsfinanzierung ganz sicherlich auch ein Ansatzpunkt. Und dann ist Bürokratieabbau auch eben in diesem Bereich Gründung ein wichtiger Ansatzpunkt. Also es den Menschen leicht machen, wenn sie denn den Mut zusammennehmen, eine Gründung zu machen, es auch tun zu können. Schnell, einfach. Ja, die Rahmenbedingungen haben Sie gerade schon thematisiert. Die müssen auf jeden Fall stimmen. Jetzt hatten wir in dieser Woche einen Jugendforscher hier zu Gast und der hat über Work-Life-Balance gesprochen und hat erklärt, dass das Statussymbol der jungen Menschen eine 4-Tage-Woche ist, also dass man tendenziell lieber weniger arbeiten möchte. Wie wird das den Gründer oder die Gründertätigkeit nochmal negativ beeinflussen, möglicherweise? Wir sehen bei unseren Befragungen, dass die Belastung für Familie schon auch bei den Hemmnissen auftaucht. Das ist sicherlich eine Herausforderung bei Gründungen, dass da auch ein hoher Einsatz, ja auch Mut, Engagement erforderlich ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass eine Gründung auch mit viel Selbstbestimmung und Gestaltung des eigenen Lebens und des Umfelds, letztlich ja eben auch der Wunsch, die Gesellschaft mitzugestalten, einhergeht. Insgesamt als Volkswirtschaft ist mein Eindruck schon, dass gerade auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels, die Diskussion über eine 4-Tage-Woche schwierig ist, weil wir eigentlich ja mehr Arbeitskraft brauchen als weniger. Und über den Zeitverlauf sehen wir eben schon, dass wir als Deutsche im Durchschnitt weniger Stunden arbeiten. Und das ist, wenn wir jetzt über Produktivität nachdenken, also was wir produzieren können mit der Zeit, die wir einsetzen, eine Herausforderung, weil
man eigentlich eben einen ganzen Arbeitstag nur sehr schwer mit Produktivitätssteigerungen wird wettmachen können. Eigentlich ist das eine Diskussion, die aus meiner Perspektive schwierig ist an der derzeitigen, an dem Scheideweg, an dem wir uns befinden. Vielleicht noch mal ganz kurz abschließend, weil wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben für das Gespräch. Was muss hier in Deutschland von Seiten der Politik und von Seiten der Wirtschaft passieren, damit die jungen Menschen wieder mehr Mut haben zu gründen und den Schritt wagen können? Aus meiner Perspektive sind das wirklich hauptsächlich drei Ansatzpunkte. Ich würde noch mal wirklich betonen, die Bildung, also die Vermittlung finanziellen Wissens, das möglichst früh. Dann Gründungsfinanzierung halte ich auch wirklich für entscheidend. Und dann es den Menschen einfach machen, also Bürokratieabbau auch eben im Bereich Gründung halte ich für zentral. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Köhler-Geib. Dankeschön. Herzlichen Dank. Eine Inflationsrate von 2%, das ist das Ziel der Europäischen Zentralbank für den gesamten Euro-Raum. Für uns hier in Deutschland klingen 2% noch sehr weit weg. Für die Spanier ist das aber schon längst Realität. Da lag die Inflationsrate im Juni bei 1,6% und generell steht Spaniens Wirtschaft ganz gut da. Es läuft wie geschmiert, sagt Spaniens Ministerpräsident. Kurz vor der Parlamentswahl am Sonntag wird da nämlich